Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode 38. Lieber Defner, und es ist keine normale Episode, wieder es ist mal wieder eine besondere Episode. Genau, Fragenmarathon. Die Menschen, es werden geplagt von so vielen Fragen, was uns anliegen geht. Denn wir konnten mal wieder keine aktuelle Folge produzieren, weil Kollege Chapitz ja mal wieder in Urlaub fahren muss, ja? Schon wieder Skiferien in Berlin, ja? Kaum sind die Weihnachtsferien vorbei, gibt es hier schon wieder Skiferien. Nee, es sind nicht Skiferien, es sind Winterferien. Also in Berlin gibt es ja nicht so viele Skigebiete. Insofern, wir müssen relativ weit fahren bis nach Österreich. Man kann die auch Skiferien benennen. Nennt man die Skiferien? Nee? Naja, Berlin? Im übertragenen Sinne, oder? Weißt du, im Osten früher gab es 3 Wochen Winterferien, weil man da konnte man die Heizkosten sparen im Winter in den Schulen. Deswegen gab es 3 Wochen Winterferien. Ach so, in den Schulen. Ich dachte, ihr habt zu Hause dann auch nicht geheizt oder zu Hause. Da wurde es dann auch kuscheliger, wenn die Familie zusammen saß. Da hatten wir Braunkohle, ein Braunkohleofen hatten wir. Gut, aber wir wollen ja heute Frage und Antwort machen. Nicht von der DDR lernen, sondern was kann Venezuela von der DDR lernen? Aber es geht erstmal, wir müssen am Anfang 2 Korrekturen anbringen. Ja, genau, Korrekturen, lexikalische Korrekturen, wie die unser Kollege Otte immer nennt. Ja. Fangen wir doch mal mit dem Podcast-Schlumpf an erstmal. Ja? Okay, den hat der Defner rausgebracht, weil der Kollege Chapitz ja immer mit seiner blauen Mütze sich in Davos fotografieren lassen. Die Frau vom Chapitz, die wies mich jetzt vollkommen zu Recht darauf hin, die kennt sich besser aus in Schlumpfhausen. Ja, hat sie mich gestern gefragt. Ja, ist geheiratet. Ja auch eine Kollegin hier. Ja, genau. Ja. So, woran erkennt man einen Schlumpf? Ne? Ja, genau. Ja, er hat weiße Mützen, keine blauen Mützen. Ja. Also, das trotzdem gibt es die blaue Bommelmütze wird heute trotzdem hier gewinnen für einen der Fragesteller, die losen wir dann noch aus. Gute Fragestellerinnen, wir haben auch natürlich weibliches Publikum. Ja. Inklusive Sprache. Inklusiv Sterne auch. Ja. Ich mache immer bling. Gut, Sternchen. Und das zweite, da habe ich letzte Woche einen Bock geschossen und die Millionärsformel. Wir müssen ein paar Träume korrigieren, würde ich sagen. Ja, da hatte ich ja gesagt, ein Cappuccino, also 4,50 Euro, ein teurer Cappuccino. Es gibt auch noch günstigere, aber die teuren kosten mittlerweile 4,50 Euro. Dann hatte ich ja gesagt, nach 25 Jahren, wenn man diesen Cappuccino sich spart und das Geld zu 10% anlegt, wäre man nach 25 Jahren Millionär. Man muss mit 25 anfangen und dann 43 Jahre sparen. Also es ist ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz. Pünktlich zum Renteneintritt ist man so dann Millionär. Ist es. Das war der Gedanke der Geschichte. Ja. Und ihr habt sie in der Welt am Sonntag richtig aufgeschrieben. Das Ganze kann man auf welt.de auch nochmal nachlesen. Wie man mit 4,50 Euro Millionär wird. Man muss aber 43 Jahre 43 sparen. Jahre bei 10% Rendite. Und das gibt es. Ich habe mal geguckt, wenn man nämlich den S&P in den letzten 5 Jahren anguckt, auf Eurobasis hat er sogar 14% pro Jahr gemacht. Dann kannst du sogar noch deinen Steuern abziehen und hättest die 10%. Genau. Das wenn ist natürlich du Berkshire Hathaway-Aktien gekauft hast von Warren Buffett, der ja auch sowas wie ein Fonds ist, ja, da hast du natürlich noch mehr Rendite und mit Apple-Aktien sowieso noch mehr. Aber wie gesagt, wir sagen ja hier nicht in Einzelaktien investieren, sondern via Sparplan. In ETF-Sparplänen, da gibt es heute ganz viele Fragen dazu, so kann man schon mal vorausnehmen. Die werden wir auch im Einzelnen dann beantworten. Dann noch ein lexikalischer Fehler. Wir haben ja über N26 gesprochen, als die Einhorn wurden, die Smartphone-Bank aus Berlin, die Welt erobert. Und dann habe ich irgendwie gemutmaßt, woher die Zahl jetzt kommt. Ich wusste, irgendwas hat es mit Rubik's Cube zu tun. Ich dachte, das wäre irgendwie die Mindestzahl der Züge, wie man den Zauberwürfel da löst. Aber nein, es sind die Zahl der kleinen Würfel in dem Zauberwürfel. Es sind nämlich genau 26. In der Mitte gibt es übrigens keinen Würfel, wer jetzt nachzählen will, sondern eben 26 an der Zahl äußere Würfel, die auch nicht ganz richtige Würfelwürfel sind, aber so kleine Würfelchen, aber die man da drehen kann. Ja, jetzt ist auch das korrigiert. Ist auch das korrigiert. Dann kommen wir zum Feedback. Das wollen wir auch mal wieder machen. Haben wir lange nicht gehabt. Wir haben jetzt mal reingeguckt in all das, was geschrieben wurde und so weiter. Das ist wirklich teilweise so rührend, muss ich sagen. Und ich habe es auch alles beantwortet jetzt. Ja, ich habe mich 3 Stunden hingesetzt und habe jede Mail beantwortet. Sogar noch die Weihnachtsgrüße habe ich beantwortet. So fleißig, der Kollege Chapitz. Ja. Und du bist ja für die positiven Sachen zuständig. Ich habe dann per Mail haben wir nichts Negatives bekommen, sondern Negatives gab es nur über die Bewertung im Podcast, also bei Apple iTunes. Und dann habe ich mal eine rausgenommen. Es gab jetzt 3, die uns nur 1 bzw. 2 Sterne gegeben haben und die sich über unser... Die knöpfen uns jetzt persönlich vor. Genau. Ja, aber ich lese trotzdem mal eine vor. Wir kommen mal vorbei. Kollege Chapitz und seine Ossi-Verwandtschaft. So wie wir jetzt das schon wieder machen, das ist genau das, was der Kollege hier kritisiert, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Also er sagt, die beiden Moderatoren kommen daher wie Joko und Klaas des Wirtschaftsteils. Du bist wahrscheinlich der Joko, ne? Der Große. Ja. Quasseln in 2,5-facher Geschwindigkeit und fallen sich dabei permanent gegenseitig ins Wort. Wobei derjenige gewinnt,
der am lautesten und hektischsten wird und dazu ein Humor auf dem Niveau eines Mario Barth. Wer bitte soll die Zielgruppe dieses Formats sein? Als seriöser Privatanleger halte ich das nicht aus. Und Pubertierende interessieren sich meistens nicht für Wirtschaftsthemen. Das kann ich von meinem Sohn bestätigen. Ist der schon pubertierend? Der ist schon pubertierend. Ja, der ist jetzt Hört doch schon. Der hört doch schon den Podcast. Nee, er hat ihn abonniert, aber er hört ihn noch nicht. Er hört ihn noch nicht. Also er hat ihn, um Papa einen Gefallen zu tun, hat er da mal. Okay. Ja, aber er hört ihn noch nicht. Und dann gibt es noch einen Tipp an das Moderatorenteam: morgens ruhig einen Löffel weniger Koks in den Kaffee. So, definitiv. Ja. Wir sind doch stoned by nature. Also wir sind irgendwann als Kind irgendwo in den Zaubertrank gefallen und seitdem sind wir gut drauf. Wir brauchen keine Drogen. Gut. Ja? So viel dazu. Das ist das negative Feedback. Aber er hat eigentlich treffend unser Erfolgsrezept beschrieben. Ja? Also unseren unique selling point sozusagen. Ja. Und ja, man muss das nicht mögen, aber es ist auf jeden Fall was Eigenes. Und wir kriegen ja wirklich viele Zuschriften, die sagen, bitte macht genauso weiter, bitte macht auch so ab und zu mal so eine kleine humoristische Einlage, das findet nicht immer jeder witzig, aber ab und zu mal ein bisschen was unterhaltsam muss dabei sein, weil sonst ist Wirtschaft natürlich auch tröge und ich sage ja immer, da können wir ja auch irgendwann mal Excel-Tabellen vorlesen. Nicht, ja? Es gewinnt nicht derjenige hier, der am lautesten und hektischsten ist, sondern wer die besten Wetten hat. Und da das stimmt, muss man wirklich sagen, selbst wenn ich ganz laut schreie, da kannst du schreien, selbst wie du da kann ich schreien, die deutsche Bankaktie wird weder steigen noch fallen, sie fällt heute schon wieder, aber wir nehmen und das Mario heute auf. Mario Barth ist ja eigentlich auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Und Joko und Klaas sind auch jetzt auch nicht die unerfolgreichsten Menschen. Also. Aber ich glaube, den Herrn haben wir als Hörer verloren möglicherweise, und aber viele anderen, und vor allem, es freut uns ja vielleicht nicht gerade die Pubertierenden, aber wir haben sehr viele. Wir hatten ja auch schon Zuschriften von einem 14-Jährigen und wir haben jetzt auch wieder Zuschriften von 17-Jährigen dabei. Also es gibt durchaus viele junge Menschen, die sich für Wirtschaft interessieren und auch für die Art und Weise, wie wir das hier diskutieren. Das freut uns. Du hast gesagt, du bist jetzt fürs negative, pessimistische Feedback sozusagen als Bär verantwortlich. Ich habe mal aus den vielen positiven Feedbacks mein Lieblingsfeedback rausgesucht und es ist wirklich rührend. Also von Nicole kommt das aus Bochum. Sie arbeitet dort an der Ruhr-Uni. Mehr wollen wir jetzt zur Identifizierung nicht sagen. Und sie schreibt, dass sie unseren Podcast schon hört, als die Episodenzahl noch einstellig war, also zu den Zeiten, als wir noch jede Mail beantwortet haben. Jetzt hat Kollege Chapitz nachgearbeitet. Zu der Zeit, als Elon Musk noch das wöchentliche Top-Thema des Podcasts war. Wir haben uns jetzt wieder rangearbeitet in der letzten Folge. Ja. Die letzten Zahlen waren eher jämmerlich. Aber es geht ja um die Zukunft und nicht um zwischenzeitlich. Und es waren die zweiten schwarzen Zahlen in Serie. Gab es bei Tesla noch nie. Und er hat jetzt versprochen, nur noch schwarze Zahlen, nur noch Quartale mit schwarzen Zahlen abzuliefern. So viel dazu. Aber zurück zu Nicole. Wachstum sieht anders aus, egal. Kommt schon noch keine Angst, ja. Gut, aber wir wollen ja jetzt hier das Feedback. Genau, Nicole schreibt: Inzwischen bin ich ein großer Fan und ihr habt mich so weit gebracht, dass ich einen ETF-Sparplan für meine 2 Monate alte Tochter Leoni angelegt habe, anstatt eines Sparkassensparbuchs. Sehr gut, muss man sagen, ja? Und in 43 Jahren ist ja die Leoni dann vielleicht schon Millionärin, wenn sie 4,50 Euro pro Tag sozusagen sich den Cappuccino sparen und für die Leoni anlegen. Da braucht man noch nicht mal das gesamte Kindergeld anzulegen. Du musst noch nicht mal das gesamte Kindergeld anlegen und du kannst damit deiner Tochter zur Million verhelfen. Sie wird wahrscheinlich nicht bis 43 Kindergeld bekommen, aber... Gut, okay. Aber so ist die ersten 27 Jahre Leonie geht schreibt das. Sie dann eben weiter, sie ist vermutlich euer jüngster Fan, da ich bereits seit der Schwangerschaft gemeinsam mit ihr den Podcast höre. Leonie hört euch also schon länger als ihr gesamtes Leben lang. Oh, also Leonie ist jetzt unser absolutes Maskottchen, unser Glücksbringer und wird uns hoffentlich noch lange, lange begleiten. Ich glaube, das ist ja für Kinder, wenn sie so im Mutterbau auch sozusagen solche Stimmen hören, die gewöhnen sich, glaube ich, dran. An die Streitkultur von der Frau Streitkultur, aber auch an unsere Stimmen wahrscheinlich. Und man wird sie uns wahrscheinlich mal besuchen. Wahrscheinlich immer, wenn sie jetzt einschlafen muss, kriegt sie dann den Podcast vorgelegt. Ja. Vorgesetzt. Aber dann nicht zu laut werden, Chapitz. Ne? Leoni muss schlafen. Genau. Schöne Grüße an Leoni. Super, dann haben wir das Feedback abgearbeitet. Dann kommen wir zu den Fragen. Und wir haben die erste Frage. Wir hatten die letzte Episode, haben wir ja auch über Davos gesprochen. Und da hatten wir einen Menschen getroffen, Klaus Hommels, der Startups finanziert. Und darauf kommt die erste Frage von Hendrik. Und Hendrik sagt, ich bin aktuell im perfekten Startup-Gründungsalter von 20 bis 22 Jahren. Ich bin auch durchaus willig, mich selbstständig zu machen. Was mir nur fehlt, ist die richtige Idee.
Und dann kommt die Frage, wie kommt man auf die weltverändernde Startup-Idee? So. Und da gab es übrigens noch ein PS, das hast du hier aus dem Manuskript gelöscht. Da schrieb er nämlich, übrigens teile ich die Meinung von Herrn Chapitz, dass wir gerade in einer Bullenfalle sind. So. Da sage ich gleich mal, lieber Hendrik, so wird das nichts, ja? So wird das nichts mit diesem Pessimismus, ja? Ich glaube, das Allerwichtigste für einen erfolgreichen Startup-Gründer ist Optimismus, ja. Lass dich dann nicht von dem, ich sag jetzt einfach mal, du bist ja, ja, noch jung, ja, 20 bis 22, von dem Chapitz in seinem Pessimismus immer wieder zu sehr drücken, weil sonst wirst du morgens ja nicht mehr auf dem Bett aufstehen, weil ja eh bald die Welt untergeht. Nein, Optimismus ist die wichtigste Voraussetzung, denn der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Und deswegen so ein gesunder Optimismus, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, um etwas zu unternehmen, um eine Unternehmung voranzutreiben. Und natürlich braucht man dafür eine zündende, geniale Idee. Und da kommt der Chapitz mit der zündenden Idee. Nein, aber wie entstehen Ideen? Man steht ja nicht morgens auf, nimmt einen Zettel, setzt sich hin an den Schreibtisch und schreibt Ideen auf. Sondern man geht durchs Leben neugierig. Man geht zu Twitter, ne? Nein. Man geht neugierig durchs Leben und irgendwann erfährt man eine Mangelerscheinung. Und denkt sich vielleicht, Vitamin oh Mann. C-Mangel? Nein, du kannst irgendwo nicht bezahlen oder du siehst irgendein Problem, was du gerne technologisch gelöst haben würdest. Und dann kommst du auf die Idee und sagst so, ey, dieses Problem habe doch nicht nur ich, sondern es haben bestimmt auch tausende andere. Und dann kommt die Gründungsidee. Und wenn man sich mal die Startups anguckt, die haben alle so eine coole Entstehungsgeschichte. Da kommt keiner hin und sagt, ich habe einen Zettel hingelegt und habe es dann draufgeschrieben. Mm. Sondern jeder hatte irgend sowas, wo er dachte, oh Mann, irgendwas läuft hier nicht so, wie ich das gern hätte. Und daraus hat er dann die Idee generiert für eine Idee. Und insofern einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und gucken, wo irgendwelche Sachen auffallen, die man noch besser machen könnte, also wo man irgendwie persönlich einen Mangel erfährt. Und das darf natürlich jetzt nicht ein ganz spezieller Nischenmangel sein, den man nur selbst hat, sondern es muss schon was sein, wo man denkt, hey, das könnte anderen genauso gehen. Und dann erfindet man das und fertig ist. Es ist genauso wie mit der N26-Bank-Idee. Einfach so schnell Banking, nur auf dem Handy, zack, und nicht viel Schnickschnack drumherum. Und dann hat man das. Und ich finde, man kann sich dann auch von Vorbildern inspirieren lassen, die erfolgreich gegründet haben oder erfolgreiche Innovatoren sind. Und da gibt es ja auch viele Bücher über die Tech-Innovatoren der letzten Zeit. Natürlich allen voran Elon Musk. Ich empfehle weiterhin die Biografie über ihn, die nach wie vor, glaube ich, in den Wirtschaftsbestsellerlisten seit Jahren ganz vorne mit dabei ist. Oder auch, finde ich, die Biografie über Steve Jobs. Sehr, sehr spannend auch dazu, wie er zum Beispiel ja auch diese genialen Ideen wie erstmal den iPod und dann vor allem das iPhone, das Apple bis heute sozusagen voranbringt und so weiter, hatte. Und da kann man sich auch eine Scheibe davon abschneiden, wie solche Menschen ticken. Und man muss, glaube ich, auch ein bisschen verrückt sein, um dann wirklich erfolgreich zu werden, wenn man dann die Idee hatte. Aber ich finde auch eben, man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und weniger Excel-Tabellen studieren, sondern das Leben studieren. Gut, haben wir die erste Frage? Kommen wir zur zweiten. Ja, da schreibt der Finn, dass er 17 Jahre alt ist und mittlerweile selber Anleger und dass er sehr an dem Thema Börse interessiert ist und er will auch langfristig versuchen, den Markt zu schlagen, beziehungsweise mehr als die durchschnittliche Indexrendite via ETF herauszuholen. Um das zu erreichen, will ich erlernen, wie man richtig und effektiv Firmen analysiert und bewertet. Dafür habe ich mir auch schon mal ein paar Geschäfts- und Finanzberichte von, Achtung, jetzt kommt beispielsweise Wirecard angeguckt, jedoch blicke ich da teilweise nicht ganz durch und so weiter und so fort. Also grundsätzlich die Frage, wie kann man besser sein als der Markt und wie kann man Analyse richtig lernen, und Thema Wirecard ist jetzt natürlich ein sehr treffendes Beispiel. Ja. Die Aktie, wir zeichnen an diesem Donnerstag der Vorwoche auf, am Tag vorher ist die Aktie teilweise um 25% abgeschmiert, weil es mal wieder sozusagen Zweifel gab, einen FT-Bericht, der da Zweifel am Geschäftsmodell grundsätzlich angemeldet hat. Ja. Wirecard ist ein eher undurchschaubares Geschäftsmodell, muss man, das haben wir schwierig ja schon öfters auch im Geschäft. Und deswegen ist es auch so leicht, immer wieder zu attackieren. Gab es ja schon öfters Attacken von Hedgefonds, die dann irgendwelche Zweifel gesät haben. In dem Fall ist es ja eben nicht klar, ist es jetzt berechtigter Zweifel oder nicht. BaFin ermittelt auch, und es könnte eben auch ein Versuch von Marktmanipulation sein, weil das natürlich dann für Leerverkäufer auch sehr gewinnbringend sein kann, wenn die Aktie um 25% abschmiert. Das so als Beispiel, wie problematisch es ist, einzelne Firmen und Geschäftsmodelle zu analysieren. Deswegen würde ich auch nie einzelne. Also ich glaube, was man als erstes braucht, ist
eine gute Intuition, weil einfach nur Bilanzen sich anzuschauen, da kann man natürlich erstmal rausfinden, ob Unternehmen günstig sind. Da kann man sich das Benjamin Graham Buch kaufen, wie man ein Value Investor wird, da steht drin, welche Kennzahlen man anguckt, sowas wie Buchwert, und dann guckt man, wie ist der Kurs zum Buchwert, und wenn das niedrig ist, dann hat das eine gewisse Substanz. Man kann gucken, wie das Wachstum ist, man kann gucken, wie die Dividendenzahlung war, ob die stetig nach oben ging, ob da regelmäßig gekürzt wurde oder so. Es gibt natürlich Kennzahlen, nur die Kennzahlen alleine bringen einem noch nicht so viel, weil manchmal guckt der Markt auf ganz andere Sachen. Dann sind die Kennzahlen völlig egal und dann wird trotzdem ausverkauft oder trotzdem wird gekauft, obwohl eine Aktie teuer oder obwohl sie billig ist. Insofern braucht man, glaube ich, Intuition plus Handwerkszeug. Und wenn man denkt, man hat das, dann lohnt es sicherlich auch mal, da näher einzusteigen. Und wer das aber nicht hat, der soll besser einfach einen ETF kaufen. Dann hat er immer den Markt, dann ist er zwar nie ganz vorne dabei, aber er ist auch nie schlechter als der Markt. Und das muss man eben sagen. Das ist eben die ganz große Mehrheit aller Fondsmanager, das predigen wir ja immer wieder hier, die ja das alles von der Pike aufgelernt haben, ja, und alle sämtliche Analysemethoden und mittlerweile viel künstliche Intelligenz und Computerprogramme und was es alles an schlauen Dingen gibt und natürlich auch das Graham-Buch gelesen haben, die das alles anwenden und trotzdem eben auf lange Sicht den Markt einfach nicht schlagen. Deswegen plädieren wir einfach immer wieder für ETFs. Und wenn es die Profi-Fondsinvestoren nicht schaffen, wie soll es ein Einzelner schaffen? Also da muss man wirklich ein sehr, sehr großes Talent sein und vor allem sich auch psychologisch vom Markt unabhängig machen. Das ist ganz, ganz wichtig neben der Bilanzanalyse. Man muss dann sich eine klare Meinung fassen, aufgrund möglicherweise seiner Analyse, die man getätigt hat. Und Benjamin Graham ist ja der große Lehrmeister von Warren Buffett. Und Warren Buffett beherzigt eben diese Methoden von Graham, analysiert dann glasklar. Aber er ist eben einer, der dann auch psychologisch so stark ist und von seiner Psyche her, dass er sagt, okay, und dann habe ich mir irgendwie eine Aktie gekauft, weil ich sie für günstig halte und ein gutes Geschäftsmodell, was auch immer. Und dann halte ich aber an der auch in stürmischen Phasen fest und werde da nicht nervös, sondern werde eher gierig, wenn die anderen ängstlich sind, wie Warren Buffett immer wieder sagt, und guckt dann sich die Kennzahlen an und guckt, wo kann ich jetzt günstig einkaufen. Und nur so, wenn man dann wirklich solche irrationale Marktphasen ausnutzt und in solchen Phasen, wenn es turbulent wird, dann zugreift, dann hat man natürlich die allerbesten Chance, sich Substanzperlen, die man vorher vielleicht analysiert hat, herauszupicken und die dann möglicherweise günstig zu kaufen. Das war möglicherweise in diesem Dezember, Ende des Monats, um Weihnachten herum der Fall, und im Prinzip sind ja viele Aktien immer noch günstig. Ne? Also das wäre die Methode, aber das zu schaffen ist wirklich eine große Kunst. Das zweite Problem bei Graham, solche Wachstumstitel wie die zukünftige Facebook, Tesla, wie auch immer, die kann man mit solchen Methoden einfach nicht fassen, weil da gibt es noch keine Umsätze, da gibt es einfach nur Fantasien. Und da die richtige rauszusuchen, das ist extrem schwer. Und deswegen, ich würde immer dazu tendieren, ETF zu machen. Wenn man jetzt mal Einzeltitel machen will, was sich vielleicht lohnt, dass man einfach so Abstauberlimits setzt. Also man sagt sich, ich finde die Aktien Covestro oder was auch immer gut, und dann sage ich, okay, ich setze da mal ein Limit rein, zu 40 Euro will ich die haben, und dann kommt es vielleicht mal zu so einem Einbruch und man kann sie zu 40 abstauben. Das ist mal eine sinnvolle Sache, wenn man denn mal das machen will. Aber ansonsten Und dann aber wirklich, finde ich auch, dann, wenn man wirklich Einzelaktien kauft, sich auch Geschäftsmodelle kaufen, die man dann auch wirklich versteht. Das predigt ja Buffett auch immer wieder. Ich kaufe nur Aktien, deren Geschäftsmodell ich verstehe. Deswegen hat er ja lange Zeit von Tech-Aktien grundsätzlich die Finger gelassen, hat zum Beispiel nie Amazon gekauft, was er dann bereut hat. Aber er kauft ja zum Beispiel auch Apple. Aber lange Zeit hat er eben nur die Klassiker Gillette und Coca-Cola und McDonald's und so, also große Standardwerte mit simplen Geschäftsmodellen gekauft. Das kann auch ein Privatanleger. Vor allem merkt man da ja auch, wenn ein Produkt irgendwie vielleicht mal nicht mehr so gefragt ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher plötzlich merkt, hallo, da gibt es jetzt die neue Modemarke, die nach oben schießt, oder wenn man rechtzeitig gemerkt hat, dass keine Ahnung, Abercrombie & Fitch abschmiert oder vorher gehypt wurde oder welche Turnschuhmarke gerade, ich weiß noch, Puma hatte zum Beispiel Anfang der 2000 oder auch Adidas wieder einen super Lauf, in die plötzlich oder richtig... Oder Under Armour war mal ganz Under groß. Under Armour war mal ganz groß, ja. Und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich, weil man ein Produkt, einen Markt kennt, dann auch ganz gut vielleicht darauf wetten, weil bevor das dann der Markt so richtig entdeckt und die Analysten es mitkriegen und in den Bilanzen steht, hat man eher als Konsument vielleicht schon ein Gefühl. Genau. Kann wer zum Mediamarkt oder Saturn gegangen ist, der hätte schon vorher wissen können, dass das mit dem Unternehmen nicht so gut geht. Genau. Gut. Also das sind ein paar Tipps zu Einzel, aber grundsätzlich, und das immer nur mit kleinem Spielgeld in Einzelwerte investieren und dann lieber die großen Basisanlagen über Sparverträge und lange Zeit dann sehr gut in ETFs. Nächste Frage. Ich interessiere mich schon etwas länger für Wirtschaft.
Glaubt ihr, dass wir eine Rezession zusteuern und welche Optionen gäbe es, um sein Geld zu schützen oder zu retten? Und dann fragt der Hörer noch, meine Mutter hat einen Sparkassenfonds, einen Mischfonds, mittleres Risiko gekauft und liegt jetzt im Minus damit. Was kann man da tun? So. Da ist ja erstmal die erste Frage. Welches Produkt sich genau handelt? Erstmal ist die Frage, steuern wir auf eine Rezession zu? Ja. Die haben wir ja auch schon oft diskutiert hier. Kollege Chapitz wettet ja immer, die Wette läuft ja noch, ja. Er wettet ja darauf, dass wir in diesem Jahr in Deutschland eine Rezession bekommen. In Italien sind wir schon rein. Ja, in Italien. Italien. Es kann schneller gehen als Ich habe auch schon wieder Angst. Ja. Nein. Aber im letzten Jahr sind wir nicht reingerutscht, obwohl es der dachte ja auch, dass wir im letzten Quartal reingerutscht wären. Wir haben jetzt auch wieder den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung bekommen, der war extrem pessimistisch, mit 1% Wachstum nur noch, herunterkorrigiert von 1,8% Wachstum. Mein Wachstumsziel ist ja, glaube ich, 1,5%, was wir im Jahresauftakt-Dings gewettet hatten. Und vor allem, dass es keine Rezession, also keine zwei schrumpfenden Quartale in Folge geben wird. In Deutschland nicht und auch in den USA nicht. Da bin ich mehr denn je davon überzeugt, auch wenn der Altmaier jetzt die Prognose senkt. Das ist so ein bisschen auch sozusagen Zweckpessimismus in dem Fall. Hat er selber auch zugegeben, wir sind es lieber ein bisschen vorsichtiger, so nach dem Motto. Und dann, wenn wir später nach oben korrigieren müssen, dann ist es ja dann auch nicht so schlecht. Und der will ja auch ein paar politische Ziele durchsetzen. Ne? Die wollen ja, jetzt, also die CDU fordert mehr Steuersenkungen, Entlastungen für Unternehmen und so weiter. Da hat man jetzt natürlich, das ist ja auch immer ein bisschen politisch, diese Schätzungen des Wirtschaftsministeriums. Also so viel dazu. Und neulich von JP Morgan habe ich eine sehr interessante Analyse gelesen. Die schreiben, dass sie rechnen erst in den USA mit einer Rezession in der zweiten Hälfte im Jahr 2022, weil sie grundsätzlich glauben, dass Rezessionen weniger werden, weil sozusagen Ausschläge in den Wirtschaften weniger werden, weil zum Beispiel mehr im Dienstleistungssektor zum Beispiel angesiedelt ist als im produzierenden Gewerbe, weil die Lagerhaltung von Unternehmen zum Beispiel viel besser gesteuert wird als früher und es dann nicht mehr diese Schweinezyklen gibt, dass man sozusagen dann Lager immer total voll, Lager leer. Voll wieder voll auf die Bremse gehen muss und so weiter. Das heute alles sozusagen diese extremen Ausschläge in den Konjunkturzyklen etwas abgemildert werden, dass auch die Aufschwünge da nicht so steil sind. Aber und das ist deswegen erst 2022. Es ist auch, ich muss sagen, Rezession ist auch für einen Anleger vollkommen egal, wenn es nicht so eine fiese Rezession wie 2008, 2009 ist. Weil Rezessionsjahre, da hatten wir ja mal geguckt, in Deutschland waren eigentlich immer gute Aktienjahre. Weil die Börse guckt in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit und schaut dann schon wieder drüber hinaus. Und das Zweite, wie kann man sich am besten dagegen schützen? Einfach langfristig halten. Und dann ist einem das völlig egal, ob es mal runtergeht oder hochgeht. Und bei der Mutter mit dem Mischfonds muss man einfach gucken, was sind da für Kosten dahinter. Und wenn das jetzt ein sehr teurer Mischfonds ist und wenn der Mischfonds keine gute Performance dafür aufweist, dann sollte man lieber. Aber du bist ja grundsätzlich schon auch sehr skeptisch gegenüber Mischfonds, ne? Also ich bin skeptisch gegenüber Mischfonds. Das liegt daran, dass ich einfach, Mischfonds sind ja so ein Produkt aus Aktien und Anleihen. Und Anleihen werfen in der jetzigen Phase einfach nichts mehr ab. Also wenn man eine Bundesanleihe sieht, die ist jetzt auf 0,16% für eine 10-Jährige. 0,16%. Also wenn ich jetzt beispielsweise meinen Mischfonds habe und einen Teil DAX und einen Teil 10-Jährige Anleihe habe, kriege ich von dieser 10-Jährigen Anleihe eine Rendite dazu von 0,16%. Nun kann es aber auch mal sein, dass wir eine Zinswende haben und dass der Zins, der jetzt bei 0,16 ist, auf einmal auf 1 hochgeht. Dann ist es aber nicht so, dass man die automatisch an die 1 kriegt, sondern wenn man diese Anleihe hält, die jetzt kauft für 0,16, dann macht man einen richtig fetten Verlust, nämlich auch Anleihen können fallen, wenn das Zinsumfeld sich erhöht, weil man ja die 0,16 für 10 Jahre eingeloggt hat. Und wenn das Marktumfeld jetzt auf 1% hochgeht, dann muss sich das irgendwie ausgleichen über den Kurs und dann macht man Verluste. Und dann hat man das Problem, dass man nicht nur einen kleinen Performance-Beitrag von der Anleihe bekommt, sondern auch noch einen hohen Risikofaktor mit sich einkauft. Und deswegen finde ich einfach Mischfonds in dieser Lage keine und wirklich früher mal gute Sache. War das halt so, früher war es so anders. Da hat man immer gedacht, okay, du brauchst in deinem Depot an Aktien- und Anleiheanteile und sozusagen die Anleihen sind der defensive, der sichere Teil, der Stabilitätsanker. Und je älter du wirst, da gab es dann so Faustregeln, Aktienanteil ist Lebensalter ist 100 minus Lebensalter und so viel Aktien solltest du dann noch im Depot haben. Und du solltest quasi immer mehr Anleihen im Depot haben und so ist ein Mischfonds im Prinzip ganz
ganz einfach konstruiert, dass man sagt, okay, Aktien und Anleihen, so das eine für die Chancen und das andere gegen die Risiken. Aber das funktioniert einfach nicht mehr so richtig. Und das hat man eben gesehen, dass Mischfonds eben auch abschmieren. Auch im schlechten Aktienjahr verlieren dann eben Anleihekurse teilweise auch noch oder können auf jeden Fall nicht so viel gut machen, dass sie den schlechten Börsen dann wettmachen. Und deswegen sind diese Strategien grundsätzlich so zu hinterfragen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach besser, man verzichtet eher auf diesen Anleiheanteil und sagt, okay, ich kaufe mir einen, wie viel Risiko ich immer vertragen kann, einen Anteil eben Aktien, die ich dann auch langfristig halten will. Und dann habe ich den Rest lieber vielleicht wirklich auf dem Tagesgeldkonto nur und habe ihn wirklich als Cash. Das wird dann wenigstens nicht weniger wert und kann damit dann vielleicht auch mal wieder nachkaufen bei Aktien. Aber Mischfonds sind wirklich problematisch, muss man sagen. Ja. Ganz genau. Und wer älter ist, kann natürlich nicht 100% Aktie machen, das ist klar. Aber der sollte dann diese Strategie machen oder der sollte dividendenstarke Aktien kaufen, wo es eine hohe Ausschüttung gibt. Solche Sachen kann man machen. Aber dann sind die Kursschwankungen nicht so richtig entscheidend, sondern er guckt einfach auf die Ausschüttung und guckt, dass er bei was? Siemens hat gestern 3,80 Euro Dividende, glaube ich, ausgeschüttet. Die haben in den letzten 10 Jahren, das hat der Kollege Eckert festgestellt. Kurs ist bei 100. Nie reduziert. Ja? Nie reduziert. Ja. Also das fast ist eine tolle. Ein Aristokrat. Ist ein Aristokrat. Wenn du 10 Jahre, wenn du 10 Jahre nichts machst, dann ist es. Also insofern, darüber würde ich das lieber machen und nicht über Mischfonds. Deswegen finden wir Mischfonds generell problematisch und Mischfonds sind auch relativ teuer. Und was der Fondsmanager auch nie schafft, umzuschichten zwischen Aktien und Anleihen zum richtigen Zeitpunkt, das schafft niemand. Aber und, sie sind halt so ein beliebtes Produkt, weil sie jeder Anlageberater halt so liebend gerne verkauft. Weil klingt super, ja auch gut. Klingt ja auch gut. Ach, du, wasch egal, mir den der, Pelz, aber ja, mach genau, mich nicht nass. Egal, das ist das Motto. Wie die Marktphase ist und für den deutschen ängstlichen Anleger, der sagt, oh Gott, ich will aber kein Aktienrisiko haben, nicht so groß auf keinen Fall und so weiter. Da gibt es ja auch zuletzt wieder viele Umfragen, die alle sagen, oh Gott, Aktien sind so risikoreich und so. Da kann das Deutsche Aktieninstitut dann 100-mal predigen, dass nach 12 Jahren du irgendwie in jeder Phase keine Verluste hattest und es hilft nichts. Die Deutschen haben Angst vor Aktien und dann kaufen sie die überteuerten Mischfonds, die hohe sozusagen Kaufgebühren haben und bis sie das Geld schon mal allein verdienen, ein Problem haben und so weiter und so fort. Also deswegen lieber keinen Mischfonds kaufen. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es darum, nämlich um KI-basierter Handel. Es gibt ja, ist ja klar, wo viele Daten vorhanden sind, an den Märkten sind viele Daten vorhanden. Da kommt natürlich auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Und die Frage ist, kann KI durch Signale, die auch empfangen werden oder durch Muster, die sie erkennt, bessere Renditen erwirtschaften als der normale ETF oder der normale Mensch. So, und da sollten wir was zu sagen. Ja, also. Ich bekomme immer mehr Werbung von solchen Anbietern, schreibt Leon, der hat mir übrigens bei Instagram geschrieben. Und ja, also ich bin da auch wirklich skeptisch, ehrlich gesagt, bei diesen ganzen Robo-Advisern und so weiter und diesen ganzen Algorithmen, die dann automatisch solche Depots managen. Im Prinzip machen die ja nichts anderes als so ein Mischfonds, bloß die machen es dann meistens computerbasiert, also die schichten in der Regel auch meistens um zwischen Aktien, ETFs, meistens nutzen die auch eben ETFs als Basisanlage und Anleihe-ETFs und dann je nach irgendwelchen programmierten Risikofaktoren schichten die dann eben von Anleihen in Aktien um und wieder umgekehrt. Ja. Und wenn dann Computer untereinander handeln, dann kommt sowas raus wie um die Weihnachtsfeiertage an der Wall Street, wo kaum noch ein aktiver Anleger dabei ist und dann geht's da turbulent runter und rauf und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch groß, dass diese Algorithmen Fehlsignale bekommen, ja, weil sie plötzlich denken, oh, der Markt fällt um so und so viel Prozent, das preist eine Rezession ein, jetzt muss ich schnell meine Aktienfonds verkaufen. Ja? So ist es. Und funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also ich hab persönlich einen Riester-Fonds, einen Riester-Sparplan bei Union Investment. Die haben sogar die haben auch so ein Modell. Das funktioniert auch so, dass sie sagen, wir wollen das Risiko absichern. Du kannst da die Aktienquote von 80-110% variieren lassen. Und das wird auch über ein Computerprogramm gemacht. Es funktioniert nicht. Der macht einfach nur, kostet viel, weil Umschichtung kostet viel. Und nicht dabei sein, wenn es wieder richtig hoch geht. Und das ist einfach nur normale Rendite, abzüglich von Kosten, also es bringt wirklich nichts. Und ich bin wirklich frustriert, dass ich in dieses automatische Modell umgeschichtet worden bin und nicht widersprochen habe, sonst wäre ich nämlich noch ganz normal in einem Aktienfonds dabei. Und es gibt ja da auch noch keine langfristigen Untersuchungen. Ja. Das muss man ja auch sehen. Und natürlich gibt es 1000 verschiedene Modelle da und so weiter und jeder behauptet, ich habe die todsichere Software gefunden, aber die wird ja auch schnell wieder überholt, weil dann orientieren sie sich oft an technischen Indikatoren, also an Charttechnik und so weiter und die kann ja auch immer mehr trügen. Die erfüllt sich manchmal selber, aber in der meisten, oft liefert sie auch Fehlsignale und diese ganzen Hedgefonds, die nach solchen
Methode an arbeiten. Die haben im letzten Jahr auch Verluste erwirtschaftet, muss man auch dazu sagen, die auch immer behauptet haben, wir verdienen ja in jeder Marktphase Geld von wegen. Es ist einfach nicht so einfach an der Börse. Und am besten eben, wenn man dann schon unbedingt sozusagen ein ausgewogenes Depot haben will, also mit Anleihen und anderen Assetklassen drin, dann besser fest fixieren und sagen, okay, dann habe ich ja 60% Aktien und 20% Anleihen, wegen mir noch Immobilien und Gold oder was auch immer, genau. Ich da reinpacke. Und dann kann man ja immer noch sagen, dann justiere ich halt am Ende des Jahres nochmal manuell nach, wenn ich unbedingt anpassen will und sage, okay, Aktien sind gut gelaufen dieses Jahr, nehme mir ein bisschen Aktienanteil raus und kaufe mir dafür einen Rohstoff oder das was auch immer. Ist da, die beste also, Idee. Und ja. Da gibt es übrigens, das Buch empfehlen wir auch immer wieder von Gottfried Heller, Die Revolution der Geldanlage. Da gibt es gerade für den ETF-Investor, der auch ein bisschen größeres Depot mal zu verwalten hat als die 25 Euro sozusagen Basisanlage im Monat oder was auch immer. Da kann man auch gute Vorschläge, wie man dann so ein Depot dann aufbauen, gestalten kann, managen kann, finden. Genau. So ja, ist immer soweit besser. Der Leon. Gut, dann gibt es ein paar Fragen, die ich über Twitter bekommen habe. Da geht es natürlich, weil meine Twitter-Freunde sind natürlich alles. Die hadern die mit reden der Geld, dem Kollegen die hadern, nach dem Mund nein, seine die Fans. Hadern mit der Geldpolitik der EZB. Sie hadern mit Italien. Und da fragen sie, zwei Fragen, die da sind. Einmal, da geht es zur Geldpolitik. Was hat die, welche Instrumente hat die EZB überhaupt noch übrig? Sollte denn die Eurozone in die Rezession rutschen und die EZB noch tut. Und die EZB ja noch mit einem Minuszins von minus 0,4 für Bankeinlagen da sein? Was bleibt der EZB noch übrig? Und die zweite Frage, die ging um Italien. Italien hat ja einen Handelsbilanzüberschuss seit diversen Jahren, seit 2012. Und da fragt jemand, wie kann es sein, dass ein Land einen Handelsbilanzüberschuss hat, aber gleichzeitig immer dafür gescholten wird, dass es nicht wettbewerbsfähig ist. So, also EZB kann ich vielleicht kurz beantworten. Das ist relativ, das sind ja ist, Fragen an dich und das dann ist relativ einfach. Also EZB ist wirklich, die Sachen, die noch übrig bleiben, sind nicht so angenehm. Also was man noch machen könnte, man kann den Minuszins natürlich noch viel negativer machen. Das ließe sich auch bewerkstelligen. Auch beim Anlagezins theoretisch. Man kann von minus 0,4, man kann auch minus 4. Nein, und der Einlagenzins. Man kann theoretisch auch einen negativen sozusagen Leitzins haben. Leitzins haben. Der ist ja noch bei 0. Das geht, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Das Einzige, wo man aufpassen muss, weil die Banken ja diesen Strafzins zahlen müssen, wird das natürlich die Bankprofitabilität weiter strangulieren. Man müsste dann so ein System schaffen, wo die Banken ihr Geld vielleicht zu null bei der EZB parken können, einen gewissen Teil davon und einen anderen Teil nur mit Strafzinsen belegt, damit die Banken nicht dabei über die Wupper gehen. Aber das könnte man machen. Dann würden halt alle Kunden, die Girokonten haben, belangt. Jeder, der irgendwie ein Konto hat, würde dann halt Strafzinsen zahlen und damit würde man sicherlich eine Wirtschaft auch rauskriegen. Ja. Was man noch machen könnte bei der EZB, was jetzt auch diskutiert worden ist, sind diese Langfristkredite, dass die Banken wieder Langfristkredite für 4 Jahre zu einem niedrigen Zins haben. Da haben sie genau eine Planungssicherheit, weil wissen, ich kann für 4 Jahre zu dem Zins bekomme ich von der EZB das Geld und kann das dann verleihen, kann Staatsanleihen kaufen, was auch immer. Das wäre noch eine Sache. Dann kann man natürlich auch diese berühmte Helikoptermann also wo dann die EZB sozusagen mit dem Helikopter das Geld ausschüttet. Das wird dann so funktionieren, dass dann jeder, der in der Eurozone wohnt, von der EZB einfach 500 Euro aufs Konto gebucht bekäme. Das wäre so die ultimative Lösung, wenn nichts mehr geht. Dann, die Amerikaner haben das mal gemacht mit diesen Steuergutschriften 2008, 2009. Aber da war es die Regierung nicht die Notenbank. Da war es die Regierung nicht die Notenbank. Aber das ist von Milton Friedman der Theorie. Man könnte natürlich noch intervenieren, den Euro noch künstlich niedrig halten, damit man versucht, so ein bisschen für ja, und man könnte natürlich zum Beispiel auch noch, das Anleihekaufprogramm wurde jetzt erstmal eingestellt, wird jetzt erstmal nicht sozusagen, es wird ja nur nachgekauft für Anleihen, die auslaufen, aber es wird nicht mehr aufgestockt, man könnte das jederzeit wieder aufstocken und man könnte ja auch weitergehen, erstmal nochmal, sie kaufen ja auch schon teilweise Unternehmensanleihen und so weiter, da kann man auch noch mehr aufkaufen und man kann man kann auch Aktien kaufen, ja, das macht ja die Schweizer Notenbank und die Japaner machen das, ja. Und das sind alles Möglichkeiten, um sozusagen Geld in den Kreislauf zu pumpen und Märkte auch zu stabilisieren und damit wieder sozusagen auch Kreditvergabe möglicherweise anzukurbeln. Ob man da langfristig mit Wohlstand schafft, das bezweifle ich ja, das sieht man ja nein, in Japan. Aber es geht jetzt erstmal. Es geht um kurzfristige Maßnahmen. Japan, aber es sind noch Maßnahmen Japan übrig. Auch gar nicht, wie es verschrien wird. Aber da haben wir auch schon mal ausführlich genau diskutiert. So, Italien haben wir noch? Möglichkeiten, genau. Italien, du bist ja das der ist große ja Italien-Basher. Was heißt der Basher? Ich meine, Italien ist wieder in die Rezession gerutscht. Daran sieht man ja, es ist ein sehr wachstumsschwaches Land. Das liegt daran, dass sie einfach verkrustete Strukturen haben. Und jeder, der in Italien mal tanken fährt, wer im Urlaub ist, stellt fest, dass die Benzinpreise
wesentlich teurer als in Deutschland sind. Aber hier geht es jetzt um das Handelsbilanzsaldo. Es geht ja halt um die Frage, warum sind die nicht wettbewerbsfähig? Es ist eine verkrustete Gesellschaft, die keine Innovation hervorbringt, die keinen Wettbewerb hat. Wenn man in den Läden einkaufen geht, sieht man halt, dass dieses Preisniveau wesentlich höher ist als in Deutschland. Selbst für Produkte, die vor Ort gefertigt werden. Wenn du Nutella in Italien kaufst, ist es wesentlich teurer als in Deutschland. Und wenn du halt weniger Wettbewerb hast, wenn du weniger... Das betrifft ja aber dann nur den Binnenmarkt. Wenn du Wettbewerb hast, hast du Innovation, hast du auch ja, aber hier der Kollege weist ja darauf hin, dass der Leser... Ja. Woran liegt das, dass sie einen Plus haben? Ganz einfach, weil es ein touristisches Land ist. Alle fahren sie hin, ja, geben da Geld aus, du hast halt Strände, du hast halt Wetter als Dingens und damit machst du halt deinen Bilanzüberschuss. Nein, das stimmt doch nicht. Die haben auch sehr weit verbreitete Wettbewerbsfähigkeit in Norditalien. Da gibt es sowas wie den deutschen Mittelstand und die sind in vielen Bereichen, auch im Maschinenbau und so weiter, absolut wettbewerbsfähig. Sie haben Modemarken, die wettbewerbsfähig sind. Sie haben im Vergleich zu Griechenland zum Beispiel, stehen die viel, viel besser da und sind viel wettbewerbsfähiger. Und wenn sie jetzt vielleicht im eigenen Land nicht den enormen Wettbewerb haben, weil sie halt keine Discounter haben und so weiter, das ist ja was anderes. Aber deswegen können die Produkte, die sie dann exportieren, da zählt ja vor allem auch nicht immer nur der Preis, sondern da zählt auch die Qualität. Und sie haben hervorragende Produkte von, was weiß ich, von toller Pasta, toller Salami, tolle landwirtschaftliche Produkte, tolle Weine und das alles sehr, sehr wettbewerbsfähig. Tun nicht immer so, als wäre Italien ein absolut nicht wettbewerbsfähiges Land. Griechenland stand da viel, viel schlimmer da, Warum sind denn die Non-Performing Loans? Warum gibt es so viele faule Kredite da? Weil einfach die Unternehmen, die hängen halt damit zusammen, dass das Land seit 20 Jahren fast nicht gewachsen ist. Das sieht man jetzt auch wieder. Und bei kleinsten Irritationen in die Rezession rutscht, das Land ist nicht gewachsen. Und dann kannst du als Unternehmen deine Kredite auch nicht zurückzahlen und dann nützt dir alles nichts, wenn du keine Finanzierung hast. Und deswegen sind die faulen Kredite hoch und deswegen, ich bleibe dabei, Italien muss wettbewerbsfähiger werden. Muss auf jeden Fall wettbewerbsfähiger. Das ist ja keine Frage. Und natürlich machen sie jetzt das Problem, den großen Fehler, dass sie die Arbeitsmarktreform, die paar Reformen, die sie gemacht haben, zum Beispiel Rentenalter sozusagen angehoben haben, wieder rückgängig machen. Mhm. Das ist natürlich ein ganz großes Problem für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und da kann ich immer wieder nur sagen, da machen wir es in Deutschland nicht besser. Wir schrauben auch seit Jahren die Reformen der Agenda-Politik zurück und wir sind auf dem besten Weg zu italienischen Verhältnissen. Ja? Nein, aber wenn wir so weitermachen, schon. Ja, aber Italien hat halt über Jahre, haben die immer durch Abwertungen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Ja, aber das war vor dem Euro, das war ja auch schon lange. Aber wir haben halt in Deutschland, mussten immer mit einer starken D-Mark leben und das hat uns auch geholfen, diese Peitsche. Aber deswegen hatten wir trotzdem die rote Laterne Anfang der 2000er Jahre, deswegen haben wir diese Agenda-Politik gemacht, weil damals immer es hieß, Deutschland sozusagen... Der kranke Mann Europas, das Titelbild. Ja. Und einer hat im Bundestag die rote Laterne hochgehalten und so weiter. Das war so. Da haben uns die Südländer ausgelacht, ja, die alle gewachsen sind, Spanien und so weiter. Das war eine Blase am Ende, muss man feststellen. Aber trotzdem, wir waren auch in einer problematischen Situation. Dann gab es die Agenda-Politik von Gerhard Schröder und die hat das Land gerettet. Und davon profitieren wir bis heute, auch wenn es die SPD nicht wahrhaben will. So. Jetzt haben wir auch darüber diskutiert. Haben wir das schon mal erwähnt in diesem Podcast? Was denn? Dass wir über Italien unterschiedlicher Meinung sind oder dass du ein Gerhard Schröder-Fan bist und ich dann gleich wieder sage, dass er mit den Russen sich anheimisch macht. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Es geht um Tobias, hat geschrieben, dass wir mal über die Insider-Käufe von Unternehmenschefs. Es ist ja so in Deutschland, dass man, wenn man Unternehmenschef ist oder Aufsichtsrat oder Angehöriger von einem Unternehmenschef oder Unternehmenslenker oder Aufsichtsrat, dann muss man, wenn man Aktien dieses Unternehmens kauft, muss das veröffentlicht werden. Da geht es um Transparenz. Ja. Und vor allem, du darfst auch nur in gewissen Zeitraum überhaupt kaufen. Ja, also nicht 30 jetzt. Tage davor und danach darf man nicht. Also vor wichtigen Ereignissen, zum Beispiel Bilanzveröffentlichungen und so weiter. Genau. Und da war die Frage, wo kann man das einsehen? Und ich habe mich jetzt nochmal auf die Suche gemacht. Das kann man wirklich auf der BaFin. Da gibt es ein zentrales Register und da kann man... Also die BaFin ist ja das Bundesamt für Dienstleistungsaufsicht. Aufsicht oder sowas. Ja, und eine Bundesaufsicht sowas. Für Finanzdienstleistungen. Genau, man muss einfach eingeben, Directors Dealings, so heißt es nämlich in der europäischen... Also erstmal BaFin.de. Ich würde bei Google eingehen, BaFin, Directors Dealings und dann kommt man automatisch auf diesen Link. Und weil es auch in Europa jetzt so ist, dass es zur Markttransparenz muss es europaweit veröffentlicht werden, dann kommt man auf diese Seite und dann kann man gucken. Und das Schöne ist, man kann halt sehen, wenn Unternehmenschefs Aktien kaufen, das kann durchaus ein Signal dafür sein, dass eine Aktie unterbewertet ist. Wenn Unternehmenschefs verkaufen, ist das nicht immer so ganz klar, weil es ja auch viele werden mit eigenen Aktien bezahlen, die wollen dann einfach mal ein bisschen Geld machen und da muss es nicht unbedingt ein Misstrauenssignal sein.
Aber trotzdem sind diese Signale sehr hilfreich und man findet die da. Und es gibt sogar Zertifikate, die bewusst diese Directors Dealings nehmen. Und ich habe mir mal eins rausgesucht. Kurzfristig war das nicht so gut. Das ist von der Deutschen Bank, ein Zertifikat. Mhm. Da gibt es so einen Solactive Insider Index, so heißt der. Da sind diese Papiere drin. Aber über 10 Jahre war er besser als der MSCI Welt. Also man kann damit Geld machen, aber es ist nicht garantiert. Es ist halt kein systematisches Plus, was man damit machen kann. Aber es ist auf jeden Fall spannend, sollte man sich angucken. Mhm. Ja. Die Insider sind manchmal auch ein bisschen früh dran mit ihren Käufen und dann geht es erst nochmal richtig nach unten. Der Bayer-Chef beispielsweise war ein Zacken zu früh. Aber im letzten Quartal haben ja die Insider-Käufe, und es gibt natürlich auch viele Medien, die das auswerten. Im Handelsblatt zum Beispiel gibt es auch immer Insider-Barometer, da wird es dann auch immer so ein bisschen systematisch ausgewertet, was es für den Markt insgesamt bedeutet, und werden auch die größten Insider-Käufe und Verkäufe dann herausgehoben. Kann man sich auch angucken. Ja. Auf jeden Fall spannende Informationen, die man sich angucken sollte. Und man kann auch die Short-Positionen angucken beim Register. Gibt es auch ein Register zu, und dann kann man gucken, welche Aktien leer verkauft werden von Spekulanten, also gegen die spekuliert wird. So, dann haben wir unsere allgemeinen Fragen sind wir durch. Dann kommen wir zum... Ja, dann kommen wir zu den ETF-Fragen. Ja. Moment, oder? Doch, hier sind die ETF-Fragen. Und zwar ist die erste Frage lautet, wie schätzen Sie das systematische Risiko von synthetischen ETF ein? So. Das ist also auch eine Frage, die du gut beantworten kannst. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Index nachbaut. Man kann ihn nachbauen, indem man alle Aktien, die in dem Index drin sind, einfach nachkauft und das dann in den ETF bündelt. Oder man kann das über sogenannte Swap-Geschäfte machen, so Tauschgeschäfte. Da mache ich dann mit einem Swap-Partner, also mit einer Bank, sage ich bin Bank A und kann es entweder mit meiner eigenen Unterabteilung oder mit einer anderen Bank, kann ich dann sagen, okay, wir tauschen, ich kriege dafür von dir irgendein bestimmtes Wertpapier und du gibst mir dafür eine bestimmte Rendite, und die Rendite entspricht dann dem Index, und das ist dann synthetisch nachgebaut. Die synthetisch nachgebauten haben den Vorteil, dass sie den Index genauer abbilden, also mit weniger Ausschuss dran, weil wenn du einen Index hast, der, weiß ich nicht, 500 Werte hat und du alle 500 Titel irgendwie nachkaufen kannst, das ist halt relativ teuer auch, und da kannst du es mit einem Swap-basierten einfacher machen, weil du da ja einfach nur einen Vertrag machst und nicht die Werte alle haben musst. Der Nachteil ist natürlich, wenn dein Swap-Partner irgendwie in Schieflage gerät, dann hast du natürlich nicht mehr die Garantie dahinter. Es war meistens so gemacht bei den ETFs, dass der Swap-Partner noch eine Sicherheit hinterlegen muss, meist Bundesanleihen oder irgendwelche anderen sicheren Papiere. Aber trotzdem, wenn da was passiert, dann kann es halt rappeln und dann wird das ETF nicht mehr 1:1 den Index nachbilden. Das ist ein Risiko. Und jetzt kann man natürlich sagen, Bankenkrisen sind sehr seltene Angelegenheit, aber wenn man über 20, 40, 50 Jahre investiert, kein Mensch weiß, ob in 50 Jahren die Deutsche Bank noch existiert und ob die floriert oder ob sie irgendwie ganz anders abgewickelt wird oder was auch immer passiert. Oder auch mit anderen Banken ist das so. Und deswegen, wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, der kauft nur solche ETFs, die nicht synthetisch sind, sondern wo wirklich die Aktien drin sind. Und wenn dann nämlich irgendjemand pleite geht dabei, dann gehört einem dieser Korb, nämlich mit diesen Aktien, der gehört einem. Und egal, ob die Bank, die den ETF rausgibt oder der Anbieter, ob der pleite geht, ist völlig egal. Das ist dann meins. Und wenn ich solche Swap-Geschäfte habe, dann hängt man mit irgendwelchen komischen Sachen rum und man weiß es dann nicht richtig. Und insofern, wer da auf Nummer sicher gehen will, das Risiko ist zwar sehr gering, dass da was passiert, aber über lange Strecken weiß man das nicht. Das Ganze nennt man dann zum Beispiel real replizierend. Genau. Oder es gibt auch teilweise andere Begriffe noch, woran man dann erkennt, ob ein ETF dann tatsächlich die Aktien, die er abbildet, auch im Fonds hat. Also, das steht dabei eigentlich immer. Es steht synthetisch oder es steht replizierend. Replizierend oder real oder eins von den beiden Worten steht dann meistens dabei. Genau. Und es gibt noch ein zweites Risiko. Einige große Anbieter mittlerweile sind auch wirklich auf die reale Abbildung. Also iShares, der größte von BlackRock, macht in der Regel real. Und Deutsche Bank mit Xtrackers zum Beispiel macht auch die real. Die meisten, die haben nicht die meisten. Alle, aber die Luxor meisten. Luxor eher nicht, muss man sagen. Ne? Ja. Und allerdings muss man auch sagen, noch so spezielle Märkte wie zum Beispiel Emerging Markets, ja, die lassen sich oft nur synthetisch abbilden, weil die Märkte dann möglicherweise zu klein sind, oder noch kleinere synthetische Emerging Markets, Frontier Markets dergleichen. Da gibt es oft einfach nur synthetische Produkte, in den sauren Apfel muss man da eventuell beißen. Gut, aber das ist ja sowieso immer nur ein Investment, also man hat das Basisinvestment, genau. Das ist ja groß und liquide und da kann man das ja haben, und dann ist es ja immer nur ein zusätzliches Investment, und da es nur ein zusätzliches ist, kann man auch mal da ein Risiko eingehen im Zweifelsfall. Genau. Wenn man in den Markt unbedingt will und den gibt es nur synthetisch, dann muss man das machen. Und das Problem ist auch, viele Sparpläne haben nur Anbieter,
die synthetische haben. Und dann muss man sich halt auch fragen, mache ich den Sparplan trotzdem oder macht man es nicht? So. Ja. Und dann kann man ja sagen, okay, wenn ich jetzt erstmal anfange mit sehr geringen Beträgen und meinen 25-Euro-Sparplan, da verliere ich dann am Anfang auch mal nicht so viel. Dann kann man später ja immer noch mal wieder in einen anderen umschichten. Das ist ja auch nochmal drin. Aber das Risiko ist wirklich gering. Nur über lange Fristen weiß man halt nicht, was passiert. Nicht, ja, man kann einfach besser schlafen dann, wenn man wirklich da dieses Risiko ausschließt. Weil früher hat man ja auch bei Zertifikaten immer gesagt, naja gut, das ist ja nur ein theoretisches Risiko mit der Inhaberschuldverschreibung. Und schwuppdiwupp ist Lehman pleite gegangen und dann sah die Welt anders aus. Dann haben wir eine Frage von Tim bekommen. Er schreibt, beim normalen, den Index abbildenden ETF stellt sich die Frage nicht, aber wer, wie, nach welchen Vorgaben investieren ETFs, jetzt kommt die eigentliche Frage, nach welchen Vorgaben investieren ETFs in bestimmte Themenbereiche, zum Beispiel, wie wird festgelegt, ob der ETF bezüglich künstlicher Intelligenz in zum Beispiel Nvidia oder Intel investiert ist und auch wie hoch die jeweilige Position ist. Also da werden auf Themen ETFs angesprochen, die sehr mittlerweile zu allen, natürlich werden die aus marketingtechnischen Gründen oft aufgelegt, dass man sagt, oh, wo ist gerade so ein Trendthema, vielleicht sowas wie Blockchain oder sowas, wenn gerade mal der Bitcoin durch die Decke geht oder sowas wie Lithium gab es dann immer wieder als Trendthema. Es gibt ja immer wieder so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und alle Anleger wollen dann plötzlich irgendwie Lithium-Fonds kaufen oder Blockchain-Fonds und was auch immer. Und da wird schnell was an, meistens auch ein Index konstruiert. Solactive hast du genannt. Ja, Solactive ist ein Indexanbieter. Da werden dann solche Indizes konstruiert und du kannst vielleicht mal erklären, wie das gemacht wird. Genau, man geht einfach zu dem Indexanbieter hin und sagt, ich möchte einen Index zum Thema XYZ haben und dann muss man noch vorgeben, welche Maßgaben das hat. Also will man eine bestimmte Unternehmensgröße haben, also dass nur Unternehmen reinkommen, die eine bestimmte Größe haben, also eine Marktkapitalisierung. Und dann nimmt man natürlich auch nur solche Titel rein, die eine gewisse Liquidität haben. Denn wenn man jetzt einen Index baut, der eine zu geringe Liquidität hat, auf einmal kriegt man ganz viel Geld rein, dann kann der ETF einen ganzen Markt machen. Und das will man halt verhindern. Aber man kann es nicht immer verhindern. Also diese ganzen synthetischen Indizes, es gibt mittlerweile mehr Indizes als Aktien wegen dieses ganzen ETF-Themas und deswegen muss man genau aufpassen, worauf man da jetzt genau investiert. Das Schöne bei ETFs ist, dass in der Regel offengelegt wird, welche Titel da genau drin sind und dann kann man sich genau anschauen, was man da kauft. Aber wie gesagt, erst das Basisinvestment und dann ein Themeninvestment nach oben drauf. Und aber das Schöne ist dann auch, dass sie auch nicht so aktiv gemanagt werden, dass wieder ständig halt hin und her macht, Taschen leer, Titel raus und reinfliegen. Aber möglicherweise ändert sich natürlich die Gewichtung. Es kann ja auch sein, dass sie so konstruiert sind, dass sie je nach sozusagen Marktkapitalisierung da gewichtet werden und da diese Indizes dann auch immer wieder mal angepasst werden. Aber das passiert ja zum Beispiel mit dem DAX auch, dass sozusagen so Titel in der Gewichtung so angepasst werden oder Titel raus und rein fliegen und auf- und absteigen. Gut, wir haben noch eine Frage von Benjamin, die hast du hier unterschlagen. Ja, würde Ihre Meinung zu alternativen Investmentfonds interessieren, ganz besonders dabei Immobilien- und Rohstofffonds und die Vor- und Nachteile zu ETFs. Relativ einfach, wenn man Rohstoffe oder wenn man Immobilien mit dazu nimmt als Anlage, kann man natürlich sein Portfolio diversifizieren, also das Risiko besser streuen. Das kann eine sinnvolle Sache sein. Insofern ist es sinnvoll, auch das mit anzugucken, wenn man denn das Basisinvestment hat. Wir können das eigentlich hier fast schon vorsehen. Naja, wenn man das hat, dann kann es sinnvoll sein, jetzt auch noch in Rohstoffe oder in Immobilien zu gehen. Der Nachteil ist, dass die meisten Rohstoffe, das sind keine richtigen ETFs, die gesichert sind, sondern es sind meistens solche Schuldverschreibungen. Und da hat man das Problem, wenn der Anbieter dieser Schuldverschreibung pleite geht, dann ist es halt weg. Und dann gibt es zum Beispiel diese Kupfer, dann gibt es so ETNs oder ETCs. Also das sieht man schon an diesen Kürzeln, dass das nicht mehr so eine sichere Sache ist. Also alles, was ETNs oder ETCs ist, hat das Risiko, dass wenn der Herausgeber dieses Papiers pleite geht, dann ist das Geld futsch. Weil es geht nicht nur darum, dass... Oder sind bei den Rohstofffonds ja oft dann doch Fonds, die eben nicht direkt in die Rohstoffe investieren, sondern in Rohstoffaktien auch investieren. Das gibt es. Oder die es gibt zum Beispiel in Goldminenaktien oder in Ölunternehmen und so weiter investieren und die halt sagen, dann profitierst du natürlich auch. Aber dann bist du trotzdem natürlich neben der Rohstoffentwicklung dem allgemeinen Aktienmarktrisiko auch noch ausgesetzt. Und auch wenn dann vielleicht das Öl steigt oder das Gold steigt und der Aktienmarkt aber runtergeht, könnte Goldminenaktien trotzdem verlieren. Also und das Problem ist, wenn man in Rohstoffe investiert,
investiert und das über Futures abgebildet wird, dann kann man damit sogenannte Rollverluste machen, weil ein Future geht ja immer nur begrenzte Zahl. Dass man sagt, beispielsweise, wenn ich Kupfer habe, kann ich hier nicht das ganze Kupfer nehmen und irgendwie in die Lagerhalle fahren, sondern habe ich halt einen Kupfer-Future, der läuft dann aus in 3 Monaten, dann muss ich den nächsten überrollen. Und wenn bei diesem Überrollprozess ein gewisser Verlust auftritt, dann hat man wahnsinnige Rollverluste und am Ende hat man den Kupferpreis überhaupt nicht abgebildet, sondern hat dann sogar ein Minus, auch wenn Kupfer vielleicht gestiegen ist. Deswegen sollte man bei solchen Sachen immer genau gucken, wie ist das Ding aufgebaut und wird wirklich der Rohstoff 1:1 abgebildet oder wird es nicht sein? Okay, so. Wir geben wieder ein bisschen Gas, ja. Weil unsere Zeit langsam zu Ende geht. Die ETF-Diskussion möchte Sebastian auch noch ergänzen und schreibt dazu, einige aktive Fonds gibt es ja, die in ihren Nischen den allgemeinen Markt outperformen. Er nennt eben Teamfonds oder Minenaktien und so weiter und so fort. Also aktiv gemanagte Fonds, die von einem aktiven Fondsmanager dann eben betreut werden. Und klar, das kann schon immer wieder passieren, dass sie in dem Bereich, wenn da wirklich ein guter Fondsmanager ist, der das schafft, diesen Sektor ganz besonders gut zu kennen und sagen, dass er dort eine Outperformance erzielt. Aber es ist halt oft auch nicht von sehr langer Dauer, dass er diese Outperformance über sehr viele Jahre erzielt. Oder häufig ist es das so, da hast du einen guten Fondsmanager, ja, bei der DWS oder was, und dann wird der von Berenberg abgeworben, wie es zum Beispiel zuletzt geschehen ist, und die Anlagestrategie ändert sich oder also eine Strategie wird angepasst und so weiter und so fort. Das ist eben auch keine Garantie für die Zukunft. Aber natürlich gibt es auch aktive Fonds, die gut sind und Klar. Je mehr ETFs es gibt, muss man auch sagen, je mehr passive Investments es gibt, desto interessanter wird auch das aktive Investieren. Mehr Chancen wieder. Gibt es. Desto mehr Chancen gibt es dann für aktive Fondsmanager, die dann eben sich hier durch Know-how dann Perlen heraussuchen können und eben nicht die Masse kaufen, die steigt, sondern einfach sagen, okay, ich setze gezielt auf Einzelwerte. Das kann man schon auch mal machen und ich glaube, auch wenn man größere Vermögen hat und so weiter, größere Beträge, sollte man einfach mischen. Dann würde ich einfach halbe-halbe machen, sozusagen halbe in passive Strategien und halbe in aktive Fonds stecken und dann ist man irgendwie eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Wunderbar, da hast du schon die Frage von Hans beantwortet. Der kommt nämlich danach und der hat uns geschrieben, Sie sind ja eher ein Freund von passiven Investitionen. Warum bevorzugen Sie passive Investmentstrategien und wann würden Sie eine aktive Strategie für eine Anlage in Erwägung ziehen? Da geht es einfach um Volumen. Wenn ich ein kleines Volumen nur habe, was ich anlegen kann, dann das Basisinvestment, dann macht man ETFs, dann habe ich ein großes Vermögen, dann ist es sinnvoll, auch über Beimischung, über aktive Fonds zu gucken. Dann habe ich auch die Zeit, mich damit drum zu kümmern, beziehungsweise habe vielleicht sogar einen Vermögensverwalter, der das für mich macht. Und dann würde ich, also wir sind nicht jetzt einfach so von vornherein zu sagen, nur ETFs, sondern es kommt halt darauf an, wie viel Geld ich habe. So. Genau. Und dann sind wir schon beim Thema, Frederik, auch bei diesem Thema noch mal eine Frage. Er sagt, bei meiner Hausbank, da habe ich einen Aktienfonds abgeschlossen. Dieser hat einen Ausgabeaufschlag von 3,75%. ETFs sind ja um einiges günstiger. Meine Frage, ob ich statt in den angesprochenen Aktienfonds jetzt in einen ETF laufend investieren soll. Wir glauben. Ja, ich habe mir angeguckt. Er hat uns nämlich noch geschrieben, welcher Fonds das ist. Es ist der DK-Dividendenfonds. Bei der Sparkasse. Und es ist jetzt nicht der allerschlechteste Fonds. Also ich habe mir die Performance mal angeschaut. Aber wenn man es über ganz lange, der hat auch in einzelnen Jahren 2014 und 2015 sogar den Aristokraten-Index abgehängt, aber über lange Frist hat das halt nicht geschafft. Und wenn der Kollege jetzt, der Frederik, überlegt, soll ich jetzt umschichten, dann schichtet man aber nicht von einem Dividendenfonds in den MSCI All Country World um, sondern dann würde man, wenn man denn unter der Idee, eine Dividendenfonds kaufen zu wollen, würde man in Dividenden-ETF umschichten und nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt einen MSCI All Country World. Es ist halt die Frage, welche Idee man hatte, als man es angelegt hat. Und wenn man sagte, ich möchte regelmäßige Ausschüttungen haben oder ich möchte halt ein stabileres Portfolio haben mit Dividenden drin. Aber er schreibt, er ist noch relativ jung und eigentlich ist so ein Dividendenfonds eher was für ältere Menschen, die mehr Stabilität haben wollen. Und die eher an. Ja. Also von daher ist die Frage, ob das überhaupt das richtige Produkt für einen relativ jungen Menschen ist und ob nicht. Ich glaube schon, dass ein Sparplan auf den MSCI World All Countries da besser wäre, aber natürlich hat der Sparkassenberater gesagt, hallo, hat ihm versucht, das sicherlich auszureden, weil er, der Sparkassenberater, daran halt eben viel weniger verdient als die 3,75%. Und weißt du, was die Managementgebühr noch ist? 1,25%. Das kommt eben noch dazu. Und die meisten ETFs laufen so 0,5 maximal. Es gibt sogar einige ETFs, die haben nur 0,1. Oder also sogar beim ganz Ausgabeaufschlag spart man, weil der ETF dann zwischen 0,2 und 0,5% kostet. Und im Vergleich zu 3,75%, das war ja schon günstiger als die 5%, die oft verlangt werden. Und bei der jährlichen Managementgebühr, die dann natürlich noch mehr die Performance dann drückt, wenn man Jahr für Jahr da irgendwie 1% mehr zahlt als für einen ETF zum Beispiel. Und genau diese 1% Punkt natürlich mathematisch. Genau, diese Managementgebühr hatte auch
hat er auch underperformed. Also man sieht es einfach auch. Aber trotzdem hat er 6 Milliarden Euro drin. Ich habe mal geguckt, 6 Milliarden hat die Sparkasse verkauft. Und wo wir gerade bei Dividenden sind. Keine Folge ohne Georgios vom Wetter. Er löchert mich ja ständig mit Fragen und dann viele beantworte ich immer morgens dann direkt über den Schreibtisch und dann sage ich, okay, die nehme ich jetzt mal mit in unser Podcast-Fragen-Spezial. Die darf der Kollege Chapitz. Das ist eine Spezialfrage. Da geht es darum, ob es ETFs in Dividendenaristokraten gibt, die thesaurieren. Und thesaurieren heißt, dass die Dividenden nicht ausgeschüttet werden. Und die meisten Dividendenfonds sollen wieder angelegt werden. Genau. Und die meisten Dividendenfonds funktionieren so, dass sie die Dividendenrendite ausschütten. Ich habe 2 gefunden, die das nicht machen. Also, hat auch einen steuerlichen Nachteil. Wenn du nämlich thesaurierst, also wenn du die wieder anlegst, dann musst du da immer irgendeine Steuer für bezahlen, die nicht so vorteilhaft ist. Die Deutschen sind ja nicht besonders steuerfreundlich, was diese Sachen anbetrifft. Und zwar gibt es einen von Fidelity, ein ETF, und einen von WisdomTree. Das sind 2 ETFs, die das wieder anlegen und die restlichen schütten es einfach aus. Oder es gibt ein Zertifikat vom Kollegen Röhl, Dividendenadel. Das ist aber nur in Europa, aber der ist in Europa besser unterwegs als beispielsweise der DAX oder beispielsweise der Eurostoxx und der legt es auch wieder an. Ist aber ein Zertifikat, ist bei der Deutschen Bank und wenn die Deutsche Bank irgendwann mal nicht mehr ist, dann ist auch der Dividendenadel, dann nützt einem auch der Adel nichts mehr. Dann ist der Inhaberschuld für Verschreibung der Möglichkeit wertlos. Aber sonst wirklich nur diese 3 Produkte, die ich gefunden habe, wo es wieder angelegt wird. Dividendenfonds sind halt eher was für Menschen, die Ausschüttung wollen dann letztendlich. Die älter sind, die stabilere Sachen haben wollen, für junge Menschen ist halt eher dann ein breiterer Index, wie wir es hier schon genannt haben. Und Georgios ist ja da schon munter mit dabei. Ja. Aber er kann sich trotzdem auch ein Dividenden, warum nicht? Er kann sich ein zweites Urlaubsgeld erwirtschaften pro Jahr, wenn man genug Geld anlegt. Ja. Der Eckert hat es ausgerechnet, 50.000 reichen in Dividendenfonds und du hast 1.800, die du ausgeschüttet bekommst. Und das ist so wie ein Urlaubsgeld. Siehst du. Sehr gut. Urlaubsgeld, da sind wir bei meinem Thema. Da sind wir bei deinem Thema, Wenn die Folge ausgestrahlt wird. Wohin geht's denn eigentlich zum Skifahren? Wir waren in den letzten Jahren immer in Tschechien. War's günstig? Die tschechische Krone war gar nicht so günstig. Aber, aber Tschechien ist ein bisschen vom Preisniveau besser als die Schweiz, würde ich sagen, oder? Du konntest immer essen gehen, das war sehr günstig. Und aber irgendwann war den Mitfahren, wir fahren mit relativ vielen, die Berge zu langweilig, das Skigebiet ist halt, die haben halt nicht wohin so viele Berge. Jetzt? Und diesmal geht es nach Österreich. Nach Österreich, ja wunderbar. Da gibt es genug Schnee. Da gibt es dann auch Bilder bei Instagram. Wunderbar, darauf freuen wir uns. Da kann man sich das anschauen, dann alles. Gut. War ewig Skifahren. Sehr schön, jetzt singt er. Am See. Ja, nach 55 Minuten fängt der dort auf dem Berg am Harms immer an. Jetzt müssen wir noch verlosen, deine Bommelmütze. Die ist es keine Schlumpfmütze, wie wir genannt wir haben. Wir haben jetzt alle Fragen durchnummeriert. Die du mitgebracht hast, genau. Wir haben die Fragen durchnummeriert und unser Aufnahmeleiter wird jetzt durchzählen. Der Flo zählt durch die Zahl und dann... sagen wir Stopp. Dann sagen wir Stopp. Und dann gibt's die Mütze. Flo, leg los. 1. Er zählt und zählt. Lass mal immer 2 Runden machen. Lass mal ein paar Runden zählen. Ja. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa, ich hoffe, du kannst so weit zählen, Flo. Also wir haben ja nur, wie viele Fragen hatten wir? 13. Wir haben jetzt 13 hier aufgenommen. Er muss bis 13 zählen. Und dann muss er wieder bei 1 anfangen. Georgios vom Wetter ist ja Mitarbeiter, ist eigentlich gar nicht, er ist Mitarbeiter der ProSieben, ja, weil er ist ja ein Zulieferer, aber er ist trotzdem ausgeschlossen hier als Kollege. Nee, ja? der kriegt sie nicht. Er ist bei wetter.com, ja, und das gehört ja zu ProSieben, ist ja quasi ein Dienstleister von uns, ja. Okay. Haben wir das wir kaufen auch mal unsere gelernt? Wetterdienstleistung hier bei Welt, bei der Aktie von ProSieben ein. Aber wir sind ja eng verbandelt, wir waren ja früher in einem Unternehmen. So viel dazu, jetzt da. Haben wir ein paar Runden geschafft. Ich habe auch erzählt, meine Frau macht ja, das wird eins die Nachrichten auch. Ja, also, da haben wir das auch noch erzählt. Nicht rausbringen lassen, Flo. Genau, ne? Erzähl mal schön weiterzählen. Ja, ja. Es soll ja nicht, dass das hier getürkt ist. Also, du darfst schon den Job sagen. Stopp. 8. Die Spannung steigt. Da ausgerechnet. Moment, ja, hier. Es ist ausgerechnet derjenige, wo wir keinen Namen dran haben. Es ist die Frage, wie schätzen Sie das systemische Risiko von so einem synthetischen ETF ein? Zu viele ETF auf künstlich erstellte Indizes, marktversteigende Bewegungen und so weiter und so fort. Die Frage kam, glaube ich, von dir. Ne? Du musst jetzt nochmal raussuchen, ich werde den diese Menschen Frage gestellt hat. 7. Wie? Wie die 7? Wenn die 8 nicht geht. Aber wenn die 8 nicht geht, nehmen wir die 7. Genau. Wer war 7? 7 war Tobias, aber nur wenn die 8 nicht geht. Ja, aber die 8 also, finde ich. Die 8, find die 8 raus. Da hatten wir die bloß auf unser Skript nicht mit drauf gestellt. So muss ja irgendwo ein Absender da sein. Gut. Ja? Und wenn es ein Twitter-Name und jetzt, ist. Nachdem wir ja diese einen Stern zuletzt bekommen haben, jetzt müssen wieder Leute mit 5 Sternen kommen. Das wollte ich nur sagen. Ja, gerne. Und gerne auch mal bei iTunes was Positives reinschreiben. Nicht, dass die anderen da immer einen schlechten Eindruck haben, wenn das so negative Rezensionen. Rezensionen, ja, genau. Würde ich auch gerne verwechseln. Ich habe wieder einen Artikel geschrieben, nicht geschrieben, sondern gesehen. Ich glaube sogar im Handelsblatt, da stand dann statt Rezensionen
Rezession statt Rezension von einem Wirtschaftsjournalisten. Also Italien in der Rezension. Sehr schön. Das gefällt mir. Wunderbar. Wir rezensieren heute mal Italien. Ja. Dieses wunderbar. Nein. Wir wollen hier unter einer Stunde rausgehen. Genau, können wir unter das einer Stunde unser neues Maximalziel. Ja. Gut. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss und Ciao. Hals- und Beinbruch beim Skifahren. Holla Trio. Ja. Auf geht's. Auf, ich muss auf den Berg auf. Ja. Ich hoffe, dass du wieder runterkommst. Ja? Also, tschüss und ciao, bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.